Genau. Freue mich so. Ich mich auch. Ich danke jetzt erstmal für diejenigen, die nicht wissen, was wir hier machen. Und zwar, wir hatten in der letzten Mitgliederlounge das Thema Self-Publishing-Titel im Buchhandel. Das ist ja nicht immer so ganz einfach und gerade in der aktuellen Situation, wo es den Buchhandlungen durch Corona eh nicht so gut geht, ist es wahrscheinlich noch mal einen Tacken schwerer, da reinzukommen. Wir haben aber auch schon einige Mitglieder bei uns, die schon Erfolgsgeschichten zu berichten hatten, obwohl sie am Anfang auch Schwierigkeiten hatten. Und die Stella ist eine davon. Sie ist seit 2017 Autorin von Kriminalromanen, und zwar Regionalkrimis. Sie wohnt in Goslar, beziehungsweise aktuell ist sie in Spanien, wie ich das gerade eben mitbekommen habe. Genau, ich komme gebürtig aus Goslar. Genau. Genau, aber die Krimis spielen auf jeden Fall in Goslar. Und ja, ist auf YouTube unterwegs und auch in Buchhandlungen vertreten. Das Genau. war nicht immer so ganz einfach. Am Anfang tue ich das wahrscheinlich bei den Buchhandlungen auch nicht unbedingt auf Gegenliebe, als man dann so an Nee. Self-Publisher angefragt hat. Und ja, was waren denn so die ersten Reaktionen? Also mein Buch, vielleicht ganz kurz, mein Buch ist entstanden, weil ich in den USA war, in den USA keine Arbeitsgenehmigung bekommen habe und ich dann gedacht habe, okay, jetzt, now or never, ist der Zeitpunkt, einen riesigen Traum zu verwirklichen, nämlich ein Buch zu schreiben. Und da war mir dann relativ schnell klar, mich kennt keiner. Das heißt, irgendwie muss ich überlegen, ob ich wie so eine Art Marketingkonzept habe, parallel zu der Buchidee. Okay? So, und dann bin ich, als dann das Buch fertig war, war für mich auch klar, ich fange jetzt nicht an, 18 Monate irgendwelche Agenturen oder Verlage abzutingeln und zu warten, ob irgendjemand sagt, das veröffentlichen wir, sondern ich wollte es veröffentlichen, weil es hat insgesamt 18 Monate gedauert, meinen ersten Krimi, und dann hatte ich keine Geduld mehr. Also bin ich dann auch, weiß ich noch ganz genau, ich habe damals in New York gelebt und war dann im Sommer da, es wurde im Sommer veröffentlicht und bin in die Buchhandlung nach Goslar rein und der Buchhandler guckte nur dumm auf dieses Buch und meinte, Self-Publisher, da sind doch bestimmt Fehler drin. Haben Sie das denn lektoriert? Dann habe ich gesagt, na klar, das ist lektoriert worden und so weiter und so fort. Und dann hat er ein bisschen reingeguckt und naja, und irgendwann später, ich glaube eine Woche später, hatte ich ganz viele Lesezeichen und wollte die an verschiedenen Orten in Goslar verteilen und bin dann unter anderem auch bei dem Buchhändler rein. Und da bin ich just mit meiner kleinen Tochter damals in den Buchhändler rein und kriege mit, wie jemand mein Buch bestellt. Und zwar sagt, ja, Stella Fontana, oh, hier habe ich gerade Besuch von meiner kleinen Tochter. Stella Fontana, Ausdauertod. Und ich stehe im Hintergrund und sage, ich bin's. Ich bin's. Und er drehte sich um und dann wollte er gleich ein Autogramm haben und war ganz aufgeregt und ich war noch viel stärker aufgeregt. Und ich denke mal, was klar ist, Buchhandel ist wichtig, aber viel wichtiger sind Leser. Und wenn du viele Leser hast und viele Leute im Buchhandel nach deinem Buch fragen, dann wird der Buchhandel hellhörig. Und dann war, das war mir irgendwie schon klar und deshalb war dieses Konzept, das davor zu bauen, bis es dann schlussendlich in Buchhandel kommt, im Nachhinein war viel, viel wichtiger. Auf jeden Fall spannend. Und vor allem auch so ein Zufall, dass du dann quasi genau in dem Moment reingekommen bist, als dann jemand gerade dein Buch bestellt hat. Das war ein ganz tolles Highlight, das war wirklich unglaublich. Und ich habe damals, als ich angefangen habe mit dem Buchschreiben, mit der ganzen Idee, es ist so, mein Krimi, der spielt in meiner Heimatstadt, in der ich groß geworden bin. Aber mit 22 habe ich die Stadt verlassen und habe überall in der Welt gelebt, aber nicht mehr dort. Aber trotzdem stand für mich fest, dass wenn ich einen Krimi schreibe, dann ist der dort, weil dort kenne ich mich irgendwie doch noch immer am besten aus. Und dann war es so, dass ich mir beim Schreiben habe ich mir Testleser gesucht. Und Testleser hatte ich unter anderem, Goslar ist eine historische Stadt, sie hat unglaublich viele Touristen. Und dann habe ich einfach angefragt im Tourismusinformationszentrum, ob ich denn nicht vielleicht jemand Interesse hätte, von den Stadtführern Testleser zu werden, weil ich mir dann so erhofft habe, vielleicht kann ich dann noch irgendwelche coole Goslar historische Highlights einbinden, die dann spannend wären in dem Buch. So, dann hatte ich Testleser, die waren dann ganz wichtig, weil nachdem das Buch fertig war,
haben die natürlich auch ein bisschen Werbung dafür gemacht, weil sie stolz waren, dass sie daran teilgenommen hatten, dass sie erwähnt waren in dem Buch. Und dadurch, dass es ein Krimi war, habe ich dann mich auch nicht gescheut, bei der Polizei des Landkreises anzurufen und einen riesigen Fragenkatalog zu stellen. Und am Anfang habe ich gedacht, um Gottes Willen, mich kennt ja keiner, dass die überhaupt Zeit für mich haben oder einfach sagen, ja, aber nein, ganz im Gegenteil. Also ich war jedes Mal dann, wenn ich tatsächlich neugierig war und Fragen gestellt habe, auch in der Rechtsmedizin in Hannover, das war tatsächlich so, die waren unglaublich offen. Also ich hatte ein Erlebnis später dann, nachdem ich mein erstes Buch veröffentlicht hatte, mit aus der Spurensicherung, wo jemand nicht so der Meinung war, ich brauche jetzt unbedingt hier einen Schriftsteller. Aber grundsätzlich waren die unglaublich offen. Und über die Polizei kam auch der allererste Kontakt zur Zeitung. Und dann wurde ein Artikel über mich geschrieben. Also erstmal traf ich mich mit der Dame, mit der Journalistin aus dem Kulturbereich, die fasziniert war von, du kommst aus Goslar, wohnst jetzt in New York und hast schon da und da gelebt. Und das ist ja total spannend. Und, da, da, da. Und dann wurde ein großer Artikel geschrieben und dann später wurde dann das Buch rezensiert. Und das, glaube ich, führte dann dazu, dass viele Bekannte und Freunde das dann auch erzählten und immer die Leute langsam zum Buchhandel getapert sind und gefragt haben, ja, Ausdauertod von Stella Fontana. Und da werde ich nie vergessen, die größte Buchhandlung in Goslar nennt sich Böhnert. Und dann bin ich drin gewesen und wollte halt mal wieder Lesezeichen verteilen und habe dann auch die Buchhändlerin gefragt, ob sie mein Buch gelesen hätte. Und sie meinte so, nö, die, die gut laufen, da brauche ich nicht lesen. Da weiß ich, die sind gut. Dachte ich, okay, alles klar. Und das, glaube ich, hat eine ganze Menge gebracht, also diese ganze Vorarbeit. Und dann natürlich ganz klar, ich habe auch, mir war klar, kein Mensch hat auf Stella Fontana gewartet. Also habe ich dann Social Media Aktivitäten hochgefahren. Ich habe dann einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet. Habe natürlich am Anfang auch nicht gewusst, über was erzähle ich denn so. Ja? Und habe mit allem mich ausprobiert und habe dann auch mit Instagram und mit verschiedenen anderen Themen begonnen. Und ich glaube, das hat eine Menge dann ausgemacht. Dann war mein erster Kriminalroman, spielte im Thema Triathlon. Dann bin ich auch in die Triathlon-Community gegangen und habe dann bei verschiedenen Gruppen auf Facebook dort Dinge gepostet, die dann habe dann auch Bücher handsigniert als Geschenk, was dann auch viele Triathleten ganz toll fanden. Also da ist unglaublich viel Aktivität im Hintergrund, damit, ja, damit die Leute Interesse dran haben und zum Buchhandel laufen. Du hast ja auch einige Lesungen in Goslar gehalten. Haben die auch was zu deinem Erfolg beigetragen, was du da in die Buchhandlung hast? Ja, also Buchhandlung glaube ich nicht direkt, wenn indirekt. Also die Lesung, also es war so, dass mit dem zweiten Roman die größte Buchhandlung gesagt hat, Frau Fontana, ich würde sehr gerne, wenn der zweite Teil rauskommt, Premierenlesung bei uns halten. Und dann habe ich gesagt, wunderbar. Und dann konnte ich tatsächlich Geltungstod bei Böhnert als Premierenlesung dort lesen. Aber für mich sind die Lesungen, sagen wir mal, in irgendwelchen Landfrauenvereinen, in irgendwelchen Heimatmuseen, in irgendwelchen Kulturvereinen, in den kleineren Dörfern, im Landkreis, in der Stadt. Oder zum Beispiel habe ich in meinem Buch ein Café, das Café Plüsch aus Goslar, was immer wieder vorkommt. Dort durfte ich auch lesen. Oder ich durfte dann in einem anderen Restaurant lesen. Ich habe in der Bibliothek, ich habe in der Apotheke schon gelesen. Also ich glaube, das muss ich sagen, ist fast noch erfolgreicher gewesen, weil am Ende des Tages, auch wenn du über den Buchhandel gehst oder auch wenn du online, auch wenn du dann E-Books verkaufst, musst du ja unglaublich viele verkaufen, damit ein professionell hergestelltes Buch seine Kosten wieder reinbekommt. Und da muss ich sagen, sind die Lesungen, die ich vor Ort geführt habe, waren die lukrativsten. Weil das sind Bücher gewesen, also ich veröffentliche über Books on Demand und dann lasse ich mir im Prinzip selber Bücher zukommen und dann schleppe ich die mit in die Lesung und dann habe ich eine wesentlich höhere Marge drauf, als wenn ich ein Buch über einen Buchhandel verkaufe, weil da verdiene ich pro Buch 1 Euro mit. Ja. Und bei einer Lesung verdiene ich 2, 3 oder 4 mit. Es kommt immer darauf an, wie viele ich dann bestelle. Und
das ist natürlich wesentlich lukrativer. Und dann kann ich auch wirklich die Kosten und die Investitionen, die ich hatte, kann ich dann auch wieder rausholen. Das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Lohnt sich das überhaupt, in der Buchhandel vertreten zu sein? Weil die Buchhandlungen wollen natürlich auch mitverdienen und haben meistens ja höhere Fixkosten als Online-Shops, weil sie noch Ladenmiete im besten Lagen haben. Lohnt es sich? Verdienst du da jetzt weniger oder mehr dran oder wird auch mehr verkauft über die Buchhandlung? Also es ist schon so, über die Buchhandlung, das heißt, man muss ja immer unterscheiden zwischen E-Book und Print. Mhm. Und mit der Print-Variante verdient man ja grundsätzlich, würde ich mal sagen, nur 50% von dem E-Book, ja, mhm. auf welchem Preisniveau du auch ungefähr bist. Und dadurch, dass ich aber so einen Regionalkolorit habe, ist das tatsächlich so, dass die meisten Printbücher über die Buchhandlung gehen. Und es gibt mittlerweile auch verstärkt Printbücher, die über Online-Handlung gehen, aber tatsächlich die meisten sind über die Buchhandlung. Natürlich verdiene ich am Ende des Tages mehr daran, wenn es mehr E-Books sind und wenn ich Lesungen mache. Also das würde ich sagen, ist tatsächlich das Lukrativste, wenn man es rein von der finanziellen Seite betrachtet. Ich denke, für das Gefühl als Autor ist das natürlich was ganz anderes, wenn du in der Buchhandlung stehst. Und ich weiß noch ganz genau, dass zum Beispiel auch der Geltungstod, mein zweiter Krimi, der stand unter Neuerscheinungen. Und das war natürlich, habe ich natürlich gleich Bilder von gemacht, war ich stolz wie nix. Aber das lag halt auch daran, dass der Böhnert gesagt hat, okay, wir nehmen dich, wir machen eine Lesung bei uns, die Premierenlesung. Weil sonst stehe ich unter den Regionalbüchern. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, dadurch, dass es eine touristische Region ist, liegen die Regionalbücher recht gleich am Anfang. Und es ist zum Beispiel auch immer wieder vorgekommen, dass ich regelmäßig Lesezeichen vorbeibringe, dass wenn sie Bücher hat, ich immer wieder sage, soll ich die handsignieren, dass ich in irgendeiner Form ein Add-on biete, dass sie das macht, dass sie meine Bücher da liegen hat. Und ich glaube, das kommt auch immer noch ganz gut. Wie ist das denn? Hast du denn jetzt auch nochmal einen eigenen Tisch bekommen oder hast du irgendwelche anderen Goodies, die du da verteilst, wo du sagst, du kannst der Buchhandlung mehr Mehrwert bieten als Verlagsbücher, weil du sagst, du hast noch irgendwelche Flyer, Postkarten, Lesezeichen, die du damit austeilst? Ich glaub nicht, dass das eine Buchhandlung, dass das für die ein Anreiz wäre. Ich glaube, für die ist tatsächlich nur der Anreiz, welche Bücher verkaufen sich. Und es ist natürlich so, ihre Regale, die werden bestückt mit den verschiedenen Verlagen. Und wenn die Bücher, die von den Verlagen kommen, schlecht laufen, ja, dann haben sie Pech gehabt. Und dann gucken sie natürlich, welche Bücher gut laufen. Die positionieren sie dann vielleicht strategisch noch am günstigsten. Und ja gut, und ich meine, das Feedback, was ich hatte, war, dass das Buch halt einfach unglaublich gut sich verkauft hat und für sie das natürlich dann toll war, weil es hieß, okay, es gab halt noch keinen Regionalkrimi Goslar und ja. Die Leute kommen und fragen direkt danach und das war für sie lukrativ, das war der einzige Grund. Und deshalb glaube ich, geht der Buchhandel immer indirekt über Leser. Leserschaft, Leserschaft, Leserschaft. Und es kommt natürlich drauf an, wenn du E-Book-Leser hast, dann kannst du unglaublich erfolgreich sein und kannst auch unglaublich viel Geld verdienen damit, aber du bist dann nicht präsent im Buchhandel. Ja. Aber die Frage ist, ob du das dann brauchst fürs Ego oder ob du einfach zufrieden bist mit deiner E-Book-Leserschaft. Oder du machst den klassischen Printbuchbereich und dann bist du klassisch auch mit Lesungen vertreten und mit dem Buchhandel eher, ja. Aber da kann das sehr gut möglich sein, dass das weit nicht so lukrativ ist, als wenn du ausschließlich die E-Book-Variante wählst. Wie machst du das denn mit der Buchhandlung? Belieferst du die dann selbst oder wenden die sich bei Books on Demand, dass die dann darüber bestellen? Nee, die bestellen das ganz normal über Libri, also ganz normal über ihren Handel. Und es ist auch so, dass erfahrungsmäßig es so ist, dass sie mir gesagt hat, die müssen höchstens einen Tag länger warten. Also geht auch immer. Genau, und sie hat immer vorne, ich weiß nicht, wie viel sie am Stück bestellt, aber wenn ich immer mal gucke, dann sehe ich immer 5, 6 Bücher, die dort stehen. Mhm. Und ich denke mal, dann werden dann welche abverkauft, dann holt sie ran und dann weiß sie, okay, dann holt sie immer wieder neue. Und für mich war das halt gut. Ich hatte dann nach den beiden Krimis, hatte ich dann auch ein Kinderbuch veröffentlicht. Mhm. Und das auch in Goslar spielt. Und dieses Kinderbuch, das steht jetzt im Endeffekt genau mit dazu, obwohl auf diesem Regionaltisch gar keine Kinderbücher stehen,
Aber es gibt eben auch wenig regionale Kinderbücher. Und Das für mich stimmt. war das genauso, dass das Kinderbuch, das war halt schön, dass es dort stand. Aber so viel Kinderbücher verkauft sie nicht, sondern ich habe meine Kinderbücher verkauft, indem ich Lesungen in Grundschulen gehalten habe. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Wie stellt man sich denn am besten als Autor vor, wenn man eine Lesung halten möchte oder sein Buch in den Buchhandel bekommen möchte? Wie meinst du das genau? Wie man sich vorstellt? Buchst du dann einfach hin? Hast du Flyer mit dabei oder hast du dein Buch als Exemplar schon mal mit dabei, dass die reinschauen können? Oder fragst du vorher per E-Mail an? Nee, also was ich gemacht habe, ich bin tatsächlich persönlich vorbeigegangen. Und ich denke mal, am besten ist es, dass bevor man selber vorbeigeht, man vielleicht so zwei, drei Buddies hat, die man schon mal vorschickt. Also das heißt, in der Woche vorher, dass man irgendwelche bekannte Freunde hat, ja, oder die Familie geht einmal durch und fragt nach dem Buch. Haben Sie das Buch? Haben Sie das? Haben Sie das? Und wenn du dann auftrittst und dann vielleicht ein paar Flyer dabei hast und so, dann haben Sie deinen Namen schon gehört? Und natürlich, wenn du eine riesige Buchhandlung hast und mit mehreren Mitarbeitern, dann erinnert sich keiner an dich. Aber hast du eine kleinere Buchhandlung mit zwei, drei Mitarbeitern, dann erinnert man sich an dich. Und dann werden sie vielleicht zumindest hellhörig. Und wenn du dann ein Exemplar dabei hast und dann gucken sie rein und dann ist ja im Prinzip wie in die Verpackung. Wenn dann der Umschlag schön gestaltet ist und für das Genre auch passt, denke ich mal, hast du dann schon deine Punkte. Also ich glaube, vorher mit E-Mail, braucht man nicht. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, als ich mit der Buchhandlung in Kommunikation war für meine Premierenlesung, war das auch mit der E-Mail immer schlecht beantwortet und auch mit Telefon war auch immer eine Katastrophe, weil die sind ja im Geschäft vor Ort. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man tatsächlich direkt vor Ort ist, dass das wesentlich besser ist. Ach da, und was mir da einfällt, was ich auch noch gemacht habe, ist in Kommission zu geben, das Buch, weil eine Buchhandlung gesagt hat, ja, ich weiß nicht und so. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann es ja einfach da lassen und dann rechnen wir ab. Und für mich war das ein Verlustgeschäft. Also sowas braucht man nicht machen. Also zumindest für mich war das so, weil wenn ich das selber bestelle, das Buch, dann kostet mich das ja 8 Euro. Und wenn dann der Buchhandel es aber für 7 Euro kaufen kann, brauche ich mich gar nicht hinstellen. Da ist halt die Marge, die ich bekomme, ist einfach schlechter. Also die Erfahrung habe ich gemacht, das macht für mich keinen Sinn. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, er hat jetzt sein erstes Buch rausgebracht und möchte unbedingt gerne in der Buchhandlung vertreten sein? Was sollte so ein Buch wirklich an Qualitätsmerkmalen aufweisen, dass man da eine Chance hat, angenommen zu werden? Es sollte auf alle Fälle lektoriert und korrigiert sein. Also ich glaube, was man sich nicht erlauben darf, wenn dann auf der dritten Seite oder wenn dann gerade so der Buchhändler mal aufschlägt und per Zufall drei Sätze liest und da sind dann zwei Fehler drin. Es ist zwar so, dass egal, ich lese unglaublich viel und es gibt kein Buch, das keinen Fehler hat, ja, aber wäre halt ungünstig, weil der Stempel Self-Publisher hat immer noch so ein bisschen so Schlamperstempel. Ja, wir sind halt nicht so, es gibt keine Qualitätskontrolle wie offiziell von einem Verlag. Und umso größer der Publikumsverlag, umso besser die Qualitätskontrolle, obwohl das ja gar nicht stimmt. Aber es sollte halt lektoriert sein, es sollte korrigiert sein und man sollte auch schauen, dass man ein wirklich gutes Cover hat. Und wenn man dann am Cover schon sieht, das ist irgendwie so selbst hingedreht, dann glaube ich, überzeugt es einen Buchhändler nicht. Ich glaube, was auch gut ist, wenn man so gewisse Verkaufsargumente hat. Also wenn man zum Beispiel einen regionalen Bereich trifft oder ein Thema, was zum Beispiel in der Stadt besonders attraktiv ist oder wichtig ist. Wenn man zum Beispiel über irgendwas schreibt, was für die Stadt wichtig ist. Keine Ahnung. Also zum Beispiel, sage ich jetzt mal, was mir einfällt, Hannover, Mord auf der Zehbelt, irgendwie so, ja. Oder man hat irgendein anderes Thema, weil es eine Biografie ist und die in der Region spielt. Oder weil es eine Liebesgeschichte ist,
wo zum Beispiel der eine aus der Stadt kommt und der andere kommt aus einer anderen Stadt und es ist eine Fernbeziehung irgendwie so. Und der eine ist vielleicht auch ein Historiker und kann irgendwie zu der Stadt was beibringen oder es gibt irgendwelche Highlights oder irgendwas, was so noch nicht am Markt vorhanden ist. Also ich glaube, wenn man da gut Recherche betreibt und das hervorheben kann und das argumentieren kann, dann ist das, glaube ich, gut. Und wenn man dann es noch schafft, und ich finde, das ist das Schwierigste, so diese Highlights in Klappentext zu kriegen, dann ist man auf alle Fälle auf der guten Seite. Und ich glaube, man darf halt nicht aufgeben. Man muss halt immer wieder, Klinken putzen gehen. Und das ist, glaube ich, genau. Ja. Und das ist, glaube ich, für viele, für ganz, ganz, ganz viele Autoren schwierig im Self-Publishing. Weil wenn du Autor bist, es gibt ja so zwei Seelen. Die eine Seele ist so die introvertierte mit den super Geschichten, niederschreiben, machen, tun. Und die andere Seele ist das Marketing. Das heißt, dass du laut schreist, was du kannst, was du und wie toll das alle ist und dass jedem was entgangen ist, wenn er das Buch nicht kennt. Und das musst du ja vereinen. Und wenn du einen Verlag hast, dann reicht es, wenn du diese eine Seite hast, dieses Geschichtenschreiben und dieses vielleicht, sagen wir mal, mehr Introvertierte. Da musst du dieses Extrovertierte nicht haben. Und ich glaube, für viele im Self-Publishing ist das eine ganz, ganz große Hürde. Und ich glaube schon, da kann man ganz klassisch sich auch mal so ein Verkaufshörbuch anhören oder Verkaufsstrategien oder Selbstmotivationstraining oder so, dass man nicht, wenn man einmal im Buchhandel drin war und der einen rausgeschickt hat, man nicht wie ein begossener Pudel nach Hause geht und weint und sagt, so, ich zeige nie wieder jemandem mein Geschriebenes. Ja. Ich komme ja auch, glaube ich, das hat einfach auch sehr geholfen, wenn man lernt, wie man verkauft. Weil wenn du dein Buch an den Buchhandel bringen willst, musst du in dem Moment ja die Rolle des Verkäufers einnehmen und nicht unbedingt mehr die Rolle des Autors. Und es ist natürlich auch wichtig, sich dann auch in die Gegenpartei reinzuversetzen. Und wichtig ist halt eigentlich immer, wenn man jemandem was verkaufen will, ist den Nutzen hervorzuheben. Wenn du sagst, okay, der Nutzen ist, ich habe Regionalkrimis und auch regionale Kinderkrimis, die es so noch gar nicht gibt in der Form, ist das immer ein sehr gutes Verkaufsargument, wo die Buchhandlung auch irgendwie quasi schon die Kasse klingeln sieht und sagt, okay, das können wir auch gut selber an unsere Kunden verkaufen. Ja. Genau. Also für eine Buchhandlung geht es nur um Kunden und Marge, weil die selber auf so einer geringen Marge wirtschaften und jetzt mit Corona sogar noch mehr. Ja, dass wenn immer weniger Leute auf die Verkaufsfläche kommen können. Und da glaube ich fast, dass Buchhandlung fast sogar noch der zweite Schritt ist. Also wenn man das in irgendeiner Form organisieren kann mit unserem neuen Leben, mit Corona, mit Lesung, ich glaube, dann testet man sich, wie sich's anfühlt. Weil wenn du liest, ist das ja so dein Marketing. Du musst nicht nur dich im Buch verkriechen, sondern du musst auch irgendwie was bringen, dass den Mensch, der dir zuhört, sich amüsiert fühlt, dass er gesagt hat, das ist ein gelungener Abend gewesen. Ob das jetzt zum Beispiel ist, weil du gut plaudern kannst, weil du gut Geschichten erzählen kannst von der Recherchearbeit oder was dir alles misslungen ist während auf der Reise, bis das Buch endlich erschienen ist oder irgendwelche anderen Themen. Ja? Also du musst ja die Menschen, die in der Lesung zu deiner Lesung kommen, unterhalten. Und ich hatte Lesungen, da waren 55, 60, aber ich habe auch vor 4 Leuten gelesen. Und es war nicht so, dass bei den 4 Leuten ich gedacht habe, so, die Performance, die ich jetzt bringe, ist schlechter. Sondern ich fand es fast sogar noch schöner, weil ich mit jedem in direktem Kontakt war und direktes Feedback bekommen habe. Und für mich das auch toll war. Und wenn du halt 50 Leute da sitzen hast, dann weißt du höchstens von einer Handvoll, ob die es gut fanden, weil die kommen dann nach vorne, kaufen ein Buch, lassen es signieren und sagen dir dann einen Kommentar und die anderen gehen einfach. Ja. Also ich glaube, wenn man das sich so traut, zu starten mit Lesung, dann kriegt man so eine Erfahrung schon, wie das ist, ein bisschen Werbung, ein bisschen Marketing zu machen, um dann am Buchhandel anzuklopfen. Was glaubst du, ist denn für jemanden, der auch gerade anfängt oder was ist denn da wichtig? Eher das Online-Marketing oder dieses Offline-Marketing in Form von auf Buchhandlungen zugehen und Lesungen halten und auf Messen vertreten sein? Also ich glaube, es kommt drauf an, was dein Buchthema ist. Also ist dein Buchthema, sagen wir mal, ein Sachbuch für ein ganz bestimmtes Thema, ob es jetzt, sagen wir mal, ein Ernährungsbuch. Dann kann es sehr sinnvoll sein, dass du das vor Ort versuchst mit einer Lesung zu machen, zum Beispiel
dort, wo normalerweise, wo du irgendwelche Kochveranstaltungen hast. Oder in, wenn es jetzt zum Beispiel vegane Küche ist, in irgendeinem veganen Restaurant oder im veganen Supermarkt oder Bio-Supermarkt oder irgendwie so. Also, dass man dem Thema spezifisch mit einer Lesung beginnt. Ist es eine Geschichte, eine gute Geschichte, die aber in irgendeiner Form nirgendwo hinpasst? Wie sagen wir mal im Fantasy-Bereich? Im Fantasy-Bereich kann ich eben nicht sagen, da ist irgendwie der Link zu der reellen Welt. Kann ich mir vorstellen, dass der Beginn übers E-Book und das Pushen des E-Books dir ein besseres Gefühl gibt, weil es erfolgreicher sein kann. Also wenn du dann E-Book-Marketing machst und Social-Media-Marketing für das E-Book und nicht versuchst, diese regionale Präsenz mit dem Buchhandel, mit einer Lesung zu starten. Also ich denke, es kommt ganz drauf an, was es für ein Thema, was es für ein Buch ist. Und da muss man sich tatsächlich so seine Strategie überlegen. Und ich glaube, wie mit jeder Strategie, gerade auch in unserem Bereich, das dauert halt einfach lange. Ja, es dauert lange. Blogger ist, glaube ich, auch immer ein ganz wichtiges Thema bei allen Genres. Und das können auch kleinere Blogger sein. Meistens kennt man ja nur die großen Blogger, aber die kleinen Blogger sind auch sehr wichtig, weil die sind dankbar, wenn sie Bücher bekommen. Und im Prinzip, die sind ja wie du als Autor, der gerade beginnt. Ist ja ein kleiner Blogger auch, wo man ist so eine Win-Win-Situation entsteht. Und das ist natürlich immer schön auf Messen, wenn man sich dann so per Zufall oder bewusst kennenlernen kann und austauschen kann. Aber schlussendlich geht das auch anders. Also es geht auch online und es geht auch über soziale Medien. Es gibt ja auch mittlerweile so viele Gruppen und Verbände, wo man dann einfach mal mutig sein soll und einfach den Kontakt mal suchen kann. Klingt auf jeden Fall gut. Sollen wir mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt alles zusammengetragen haben? Oh ja. Oder hast du noch was hinzufügen, was ich jetzt vergessen habe zu sagen? Ich habe mir ja auch schön alles aufgeschrieben, ob ich hier noch irgendwie mir was durch den Kopf geht. Also ich glaube, was wichtig ist, dass man nicht den Mut verliert, egal wo man gerade steckt und wie viel negatives Feedback man bekommen hat. Weil genau das ist das, was ich vielleicht noch hier mitgeben möchte. Ich hatte ja ganz viel, also ich hatte in meinem ersten Buch final 6 Testleser, die das Buch mit mir zu Ende begleitet haben. Und alle 6 Testleser haben unterschiedliche Themen kritisiert. Also es war kein einziges Mal so, dass alle 6 gesagt haben, Stella, da hast du richtig Bock mit Mist gebaut. Das versteht keiner, da ist keine Logik und so. Und da habe ich dann realisiert zum allerersten Mal, die Menschen sind alle so anders und man kann es nicht allen recht machen. Und jedes Buch findet seine Leser. Die Frage ist, wie lange es dauert, bis es seine Leser gefunden hat. Und das muss man sich immer im Hinterkopf behalten und dass man irgendwie nicht aufgibt, wenn man am Anfang, auch zum Beispiel, wenn die erste Rezension kommt, die dann eine totale Katastrophe ist, ja. Das fühlt sich, also es fühlt sich furchtbar an. Das ist, weil es ist ja dein Baby, da hast du Monate dran gesessen, warst selber immer mega selbstkritisch und hast versucht, das Beste zu geben und dann kommt einer und hat das in 2 Tagen durchgelesen, eine Arbeit, wo was weiß ich, ein Jahr vielleicht drinsteckt, in 2 Tagen durchgelesen und sagt, ein totaler Scheiß, braucht kein Mensch. Und das ist wirklich, das ist wirklich eine Klatsche ins Gesicht und da muss man einfach sagen, nee, komm, das ist eine Meinung, aber es gibt noch ganz viele andere Menschen und die haben sehr wahrscheinlich eine andere Meinung. Und da muss man sich irgendwie, diesen Mut muss man irgendwie haben. Und ich glaube, man muss auch mit dieser Träumerei aufhören, dieses romantische Buchhandel-Geschichte, weil es ist am Ende des Tages ein Business. Wie wunderschön auch die Geschichten sind, die wir verkaufen, es ist ein Business und der Buchhandel muss am Ende des Tages Gewinn machen, sonst packt er ein. Und dann sucht er sich halt Bücher aus, wo er das Gefühl hat, ja, ich kann davon profitieren. Ich tue dir keinen Gefallen, sondern ich muss davon profitieren können. Und dann kann man halt versuchen, so ein bisschen Strategien zu fahren, wie man das vielleicht dann macht. Ja, ja, das finde ich auch sehr wichtig. Ja, wie ihr jetzt heute erfahren habt, auch die Stella hat es am Anfang nicht leicht gehabt, aber sie ist dran geblieben, hat nicht aufgegeben, hat sich auch von Rückschlägen nicht kleinkriegen lassen,
ist jetzt in mehreren Buchhandlungen in Goslar vertreten, vor allem weil sie ja regionale Literatur schreibt. Und ja, Lesungen tragen auch nochmal einen großen Teil dazu bei. Das Thema ist jetzt Buchhandel, da verdient man nicht wirklich viel mehr, als wenn man das Taschenbuch online verkauft. Gerade mit E-Books kann man dann doch noch wesentlich mehr machen als jetzt mit Taschenbüchern, die im Buchhandel verkauft werden. Allerdings ist es natürlich auch nochmal eine schöne Marketing-Sache. Man erreicht nochmal ganz andere Leute als die, die man online erreicht, wenn so ein Buch dann im Buchhandel ausliegt. Und am besten ist es natürlich, wenn der Buchhandel direkt das Buch selber bestellt und nicht über den Autor in Kommission. Je nachdem, wie man auch veröffentlicht, wenn man selber alles selber druckt, ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte, als wenn man dann jetzt bei Books on Demand, wie du jetzt zum Beispiel, veröffentlicht. Und genau, ob es sich lohnt oder nicht, kommt auch immer so ein bisschen auf die Literatur an sich drauf an. Und ganz wichtig ist, dranbleiben, Kopf nicht in den Sand stecken und jetzt auch ein bisschen Rücksicht haben in der Corona-Situation. Viele Buchhandlungen hatten jetzt einen ganzen Monat lang geschlossen. Bei uns in Rheinland-Pfalz haben sie seit Montag wieder geöffnet, hatten aber natürlich auch finanzielle Rückschläge und müssen natürlich jetzt auch gucken, wie sie zu Rande kommen. Wichtig ist halt eben auch zu sehen, okay, die wollen natürlich auch verkaufen, die wollen Geld verdienen, dass man quasi auch den Nutzen für die Buchhandlung im Vordergrund stellt. Genau, genau. Also ist ja kein irgendwie gemeinnütziger Verein. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Also das ist schon tatsächlich so. Aber wie gesagt, dranbleiben. Ich denke, Qualität muss gut sein. Da muss der Anspruch am Self-Publisher beginnen, dass die Qualität gut ist. Das heißt, dass die Geschichte wird gut sein. Die Geschichte wird noch besser, wenn sie gut lektoriert ist und gut korrigiert ist. Die Geschichte wird noch einen Tuck besser, wenn das Cover gut ist. Und wenn ich mir dann wirklich überlege mit meiner Geschichte, wie mache ich eine Strategie? Wie positioniere ich mich? Mache ich eine Fokus-E-Book-Strategie oder mache ich einen Fokus eher Printbuch-Strategie? Und dann werden sowieso E-Bücher verkauft, ja. Und ich glaube, und dann natürlich die Blogger. Blogger ist ein ganz wichtiges Thema in der ganzen Verkaufsstrategie. Und ich glaube, mittlerweile ist der Buchhandel nur ein Teil der Verkaufsstrategie. Ja. Der vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich noch total wichtig war und heute nicht unbedingt. Ja, es gibt so viele Online-Buchhandlungen und das ist natürlich auch für den Buchhandel mittlerweile sehr schwer. Obwohl für jeden Autor ist es toll, wenn man in eine Buchhandlung geht und sieht, oh, das ist ja mein Buch. Ja, auch das. Mir geht es dann auch größtenteils, dass man es einfach auch da sieht, ja. Ja. Platziert ist, weil da die ganzen regionalen Bücher liegen, ist das dann, denke ich mal, nochmal super. Genau. Ja, also wie gesagt, Mut nicht verlieren, immer weitermachen, an sich selber glauben und dann wird er schon, glaube ich. Für alle, die jetzt da erst hinzugekommen sind, ihr könnt euch den Livestream jetzt noch die nächsten 24 Stunden hier auf dem Kanal anschauen. Vergesst nicht, morgen ist der Behind the Book Day. Da könnt ihr ein Bild mit eurem Buch vorm Gesicht posten und dann einmal noch eins, wo man wirklich euer Gesicht sieht. Wenn ihr den Verbandskanal hier verlinkt, dann reposte ich euer Bild dann auch in der Story, um ein bisschen Werbung noch mit für euch zu machen, weil wir das Thema Online-Marketing ja heute auch hatten. Und vielen Dank dir, Stella, dass du dir die Zeit heute genommen hast und auch von deinen Erfahrungen mal zu berichten. Vielen Dank. Da waren sehr viele nützliche Infos dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die auch gerne in den Kommentaren unter dem Post von dem Livestream stellen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke, Dito. Alles Gute. Tschüss.